Danke. Nächster Redner ist der Kollege Krah für 1:30. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer digitalen Welt sind wir angreifbar, wenn unsere Netzwerke nicht sicher sind. Und das ist die richtige Stoßrichtung dieses Berichtes. Natürlich hat er die für dieses Haus mittlerweile leider übliche Schlagseite, wenn er zwar aufzählt, Russland, China, selbst Nordkorea als große Bedrohung unserer Cybersicherheit, aber unterschlägt, dass alle großen Ausspähskandale der letzten Jahre mit der NSA zu tun hatten, wenn er auch unterschlägt, dass das größte Budget aller Länder weltweit für die Ausspionierung des Internets nicht in Russland, sondern in den USA vorhanden sind. Aber über diese kalte Kriegsrhetorik sollte man hinwegschauen, wenn es um die Sicherheit unserer Computersysteme geht. Und hier ist in der Tat zutreffend, dass wir nachlegen müssen. Es ist auch zutreffend, dass wir unsere europäische Souveränität im Digitalbereich schützen müssen. Insofern können wir mit Bedenken zustimmen, mit zwei kleinen kritischen Ergänzungen. Das eine ist, so sehr wir es schätzen, dass auf die Bedeutung der Privatwirtschaft verwiesen wird, hätten wir uns gewünscht, dass man die großen Technikkonzerne besonders würdigt, auch sie bedrohen, da sie nicht demokratisch kontrolliert sind und aus dem Ausland agieren, unsere Cybersicherheit. Und das Zweite ist, dass wir aufpassen müssen, nicht unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Cyberkriminalität neue Behörden auf europäischer Ebene zu schaffen, die letztlich nur Stellen kosten, aber Aufgaben erfüllen, die man auf nationaler Ebene umso besser erfüllen könnte. Insofern ein Ja mit Bedenken, auch ein Zeichen, dass man in diesem wichtigen Punkt an einem Strang ziehen muss. Für die Zukunft wünschen wir uns weniger kalten Krieg und mehr echte Cybersicherheit. Vielen Dank.